Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Das ist die Regierungserklärung der Hessischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigte des Landes Hessen beim Bund mit dem Titel Lebe dein Europa. Aufruf mit Top 36. Das ist der Antrag der Kollegen der SPD, Europa fit machen für hessische Kommunen, und mit dem dringlichen Antrag der Fraktion der CDU-Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Drucksache Nummer 20/665. Vereinbarte Redezeit ist 20 Minuten je Fraktion, und die vereinbarte Rednerreihenfolge ist, dass selbstverständlich die Landesregierung beginnt, dann folgt die SPD, dann kommt Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann die CDU-Fraktion. Und normalerweise, wenn sie nicht erkrankt würde, könnte dann die fraktionslose Abgeordnete sprechen. Insoweit habe ich, glaube ich, die Regularien erläutert und darf damit der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheit, Frau Staatsministerin Puttrich, das Wort erteilen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Im Oktober vergangenen Jahres haben 82,4% der Wählerinnen und Wähler dafür gestimmt, dass das Bekenntnis zu einem geeinten Europa in die hessische Landesverfassung aufgenommen wird. Das bedeutet ein überwältigendes Ja zur Europäischen Union. Und in diesem klaren Auftrag handelt die gesamte hessische Landesregierung. Wir kennen die überragende Bedeutung der EU für Hessen. Eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Hessischen Rundfunks hat ergeben, dass sich 4 von 5 Hessen stark mit der EU verbunden fühlen. Auch das zeigt ein ausgesprochen deutliches Bekenntnis zu Europa. Diese Zahlen belegen, dass die meisten Hessen nicht nur wissen, sondern schätzen, was die Europäische Union für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Sie wissen, dass wir die vielen Jahre in Frieden, Freiheit und Demokratie der Europäischen Union zu verdanken haben. Meine Kinder kennen keine Grenzbäume. Sie kennen sie nur aus Erzählungen. Und ich wünsche mir, dass meine Enkelkinder sie auch nie kennenlernen. Die Menschen in Hessen wissen, dass nur die EU es ermöglicht, dass wir grenzenlos leben, lernen und arbeiten und in vielen Ländern mit einer einheitlichen Währung, dem Euro, zahlen können. Und die Menschen wissen, dass die EU ihren Bürgern wirtschaftlichen Erfolg und soziale Errungenschaften bietet. Diese Beispiele zeigen, wir leben unser Europa, und es lebt sich gut in Europa, und wir wollen, dass dies so bleibt. Die Entscheidungen, die in Brüssel und Straßburg getroffen werden, stellen viele wichtige Weichen für die Entwicklung in Hessen. Prominente Beispiele sind der Finanzplatz Frankfurt, der Flughafen Frankfurt und die hessische Wirtschaft insgesamt, und viele andere bleiben jetzt ungenannt. Nach dem Brexit wird der bedeutendste europäische Finanzplatz London außerhalb der EU liegen. Deshalb bringen wir uns aktiv ein, wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden, z.B. zum Euroclearing. Auch zur weiteren Vertiefung der Kapitalmarktunion fallen wichtige Entscheidungen in Brüssel. Das hat wesentliche Auswirkungen auf den Finanzplatz Frankfurt und auch weit darüber hinaus. Aber auch bei der REACH-Verordnung, deren Umsetzung Auswirkungen für die starke hessische Chemieindustrie hat, sind wir für die hessische Wirtschaft, und wenn ich sage für die hessische Wirtschaft, für die Sicherung der Arbeitsplätze in dieser Branche, in Brüssel aktiv. Ebenso setzen wir uns für die Interessen der hessischen Bauern ein, z.B. auch wenn es um die zukünftigen Schwerpunkte im EU-Haushalt geht. Was Brüssel entscheidet, hat also direkte Wirkung auf die Menschen und den Wohlstand unseres Bundeslandes hier in Hessen. Und deshalb ist es wichtig, welche Politik in Europa künftig gemacht wird. Sehr geehrte Damen und Herren, das Interesse an Europa ist so stark wie nie. Das erlebe ich, und nicht nur ich und der Staatssekretär, bei unseren vielen Terminen, die wir in Hessen machen. Und dieses Interesse macht uns sehr froh. Trotzdem, die Europäische Union hat ein Imageproblem. Warum verfangen oft so einfache Antworten der Populisten?
Warum gelingt es nicht, Mythen über Europa abzuräumen? Warum denken viele Menschen beim Begriff Europa zuerst an Bürokratie und den Krümmungsgrad von Gurken statt an Frieden, Freiheit und Demokratie? Die Hessische Landesregierung macht sich mit einem speziellen Aktionsprogramm vor der Europawahl unter dem Titel Lebe dein Europa seit Wochen für Europa stark. Dieser Slogan ist ein Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger, sich zu beteiligen und sich einzumischen. Er ist ein Aufruf an die Wählerinnen und Wähler, zur Europawahl zu gehen. Lebe dein Europa ist aber auch ein Auftrag an die Politik. Die Menschen erwarten von uns, dass wir eine Vision von Europa haben. Sie möchten wissen, wie ihre Zukunft aussehen wird und welche Antworten wir auf die großen Fragen dieser Zeit geben. Sie möchten wissen, wie dieses Europa künftig organisiert sein und worum es sich kümmern wird. Bei allen Erfolgen, die Europa aufzuweisen hat, müssen wir uns deshalb selbst fragen, wie können wir besser werden? Eines ist sicher. Viele Menschen wollen, dass sich Europa um die großen Dinge kümmert und weniger um die kleinen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat das einmal so formuliert: Big on the big things, small on the small things. Die Menschen erwarten von uns auch, dass Europa eine Antwort auf die sich veränderte internationale Ordnung gibt, auf den Aufstieg Chinas, die Machtpolitik Russlands und den neuen Kurs der Vereinigten Staaten. Lebe dein Europa bedeutet also auch, dass die EU nach innen seine Bürgerinnen und Bürger überzeugen und nach innen seine Bürgerinnen und Bürger überzeugen und nach außen kraftvoll auftreten muss. Wenn wir wollen, dass die EU über ihre Außengrenzen hinaus als starker Akteur in Erscheinung tritt, ist der innere Zusammenhalt auf Basis einer freiheitlichen Demokratie eine zentrale Voraussetzung. Und deshalb treten wir auch jedem Angriff auf unsere Werte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- oder Pressefreiheit, kraftvoll und mutig entgegen, in unserem Land und auch darüber hinaus. Die europäischen Nationen können nur gemeinsam als freiheitliche Demokratie im Kampf der Systeme bestehen. Das schafft kein Mitgliedsland allein. Ich bin dankbar, in einem freien und geeinten Europa zu leben. In meinem Europa werden wir besser und stärker durch Zusammenarbeit. Wir tun die Dinge gemeinsam, bei denen wir gemeinsam erfolgreicher sind als jeder einzelne Staat für sich. Alles andere sollte bei den Nationalstaaten oder auch bei den Ländern und Kommunen bleiben. Vieles können wir auf lokaler Ebene am besten regeln. So wie wir in Deutschland mit dem Föderalismus und in Hessen mit der kommunalen Selbstverwaltung gute Erfahrungen gemacht haben, sind wir in Europa erfolgreich, wenn wir das Prinzip der Subsidiarität achten. Das heißt also, wir müssen die großen Dinge regeln. Wir müssen in der Europäischen Union Prioritäten setzen. Natürlich können wir auch über die Zeitumstellung oder den Energieverbrauch von Staubsaugern sprechen, aber es gibt wichtigere Themen. Da stehen z.B. die Folgen der Globalisierung, der Digitalisierung, der Klimawandel, Migration und Terrorismus, aber auch die soziale Frage auf der Agenda. Und die Lösung dieser Herausforderungen wird uns nur mit vereinten Kräften gelingen. Lebe dein Europa heißt also auch, das bestehende Europa weiterzuentwickeln. Und lassen Sie mich hierzu nur einige Beispiele nennen, wobei 20 Minuten nicht ausreichen, auf alles einzugehen, auf was man gerne eingehen würde. Ja, wir brauchen eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Betrachtet man die Konflikte in der Welt und die zunehmende Globalisierung, dann wird deutlich, dass wir dringend eine gemeinsame Linie in der europäischen Außenpolitik benötigen. Es war gut, dass die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, das Iran-Abkommen verhandelt hat.
Dafür hat sie übrigens auch den Hessischen Friedenspreis bekommen. Umso bedauerlicher ist es, dass das Abkommen inzwischen einseitig von den USA gekündigt wurde. Wir brauchen auch zukünftig eine starke und gemeinsame Stimme. Denn Frieden ist ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Und sehr geehrte Damen und Herren, viele Menschen machen sich Sorgen um den Frieden und sehen ihn durchaus auch zu Recht bedroht. Deshalb war der Wunsch nach Zusammenarbeit auf diesem Gebiet bei den Bürgerinnen und Bürgern der EU-Mitgliedstaaten noch nie so groß wie heute. 75% der Europäer haben bei einer Umfrage im Frühjahr vergangenen Jahres eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der EU befürwortet. Mit PESCO, der ständigen strukturierten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung, haben wir bereits einen guten Anfang gemacht. Unsere gemeinsame Verteidigung soll effektiver und effizienter werden und die Einsatzfähigkeit gestärkt werden. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen eine gemeinsame Klimapolitik. Denn der Klimawandel macht nicht an Ländergrenzen Halt, und die Klimapolitik ist eine unserer wesentlichen Zukunftsfragen. Die EU muss Antreiber für weltweiten Klimaschutz sein und bleiben. Ökologie und Ökonomie schließen sich dabei nicht aus, sondern ergänzen sich und sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Dass das geht, zeigen wir in Hessen. Und wir brauchen eine gemeinsame Migrationspolitik. Denn auch wenn die Migrationsströme zurückgegangen sind, wird der Migrationsdruck auf Europa weiter hoch sein. Deshalb muss sich die Europäische Union in Regionen der Welt engagieren, aus denen die Menschen vor Armut und Perspektivlosigkeit fliehen, z. B. in Afrika. Die Probleme dort sind auch unsere. Nur wenn sich die Europäische Union dort engagiert, kann sie Perspektiven geben und Fluchtbewegungen reduzieren. Damit die Europäische Union im Inneren frei sein kann, müssen ihre Außengrenzen sicher sein. Deshalb muss die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex gestärkt werden. Und daher findet sich auch im Hessischen Koalitionsvertrag die Vereinbarung, dass wir uns an den Einsätzen zum Schutz dieser Grenzen weiterhin mit hessischen Polizisten beteiligen. Und auch die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems muss ganz oben auf der Prioritätenliste der EU bleiben. Wir müssen gemeinsam Lösungen finden, die für alle Staaten praktikabel und vertretbar sind. Wie das geht, wie es gemeinsam geht, haben wir in Hessen gezeigt. Über Parteigrenzen hinweg haben wir uns der Flüchtlingskrise gemeinsam gestellt. Lebe dein Europa heißt auch, Probleme gemeinsam zu lösen und um Kompromisse zu ringen. Und, sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen eine abgestimmte Steuerpolitik. Es darf nicht sein, dass z. B. der Handwerksmeister in Deutschland brav seine Steuern zahlt, während internationale Großkonzerne die Schlupflöcher im europäischen Netz nutzen. Wir setzen uns dafür ein, dass dies beendet wird. Wir unterstützen die Initiativen der OECD und auch das deutsch-französische Projekt für eine effektive Mindestbesteuerung. Außerdem müssen wir uns deutlich vor Augen führen, dass dank Internet und fortschreitender Digitalisierung neue Wirtschafts- und Geschäftsformen entstanden sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir alle Regeln außer Kraft setzen. Wir müssen unsere Regeln anpassen, national und international. Gleiche und faire Bedingungen für alle. So muss der Grundsatz lauten, und das muss auch für Google und Facebook gelten. Und, sehr geehrte Damen und Herren, wir brauchen noch bald eine Einigung zum mehrjährigen Finanzrahmen, der von 2021 bis 2027 gilt. Denn er schafft die Grundlage, die entsprechenden Schwerpunkte der europäischen Politik umzusetzen und viele gute Projekte hier in Hessen umzusetzen, so wie wir sie letzte Woche vorgestellt haben, gemeinsam mit den Kollegen Frau Priska Hinz, mit Tarek Al-Wazir, mit Kai Klose und ich. Da haben wir einen guten Überblick gegeben über das, was an guten Projekten, an gutem Geld hier nach Hessen fließt. Und, sehr geehrte Damen und Herren, wir
brauchen eine klare Position über die Erweiterung der Europäischen Union. Wir müssen uns darüber einig werden, wann oder besser gesagt, ob, wann und wie wir eine Erweiterung unserer Gemeinschaft wollen. Länder, die alle Voraussetzungen erfüllen und wirklich Teil unserer Wertegemeinschaft sein wollen, benötigen eine ernsthafte Beitrittsperspektive. Das gilt zum Beispiel für den Westbalkan, wo vor 20 Jahren noch Krieg herrschte. Der eine oder andere vergisst das leicht. Bei meinem ersten Besuch in der Vojvodina in Serbien habe ich erlebt, dass die Menschen dort kein Vorankommen bei den Beitrittsverhandlungen registrieren und das Gefühl haben, in der EU eventuell nicht willkommen zu sein. Wir müssen ehrlich, klar und fair mit den Beitrittskandidaten umgehen. Andernfalls wachsen Unsicherheit und Misstrauen. Kein Platz in der Europäischen Union hat gegenwärtig die Türkei, die sich ganz eindeutig von der Demokratie abwendet und meines Erachtens auch nicht mal als Demokratie bezeichnet werden kann. Es schmerzt mich immer wieder, das so klar sagen zu müssen, denn viele Menschen in der Türkei möchten anders leben und leiden sehr unter dieser Situation. Lebe dein Europa. Das tun wir durch unsere Landesvertretungen in Brüssel und Berlin. Hier leben wir Europa bereits sehr aktiv. Und sehr geehrte Damen und Herren, um Europa zu gestalten und weiterzuentwickeln, brauchen wir vor allem Mut. Wir müssen in Europa mutiger sein. Wer mutig ist, kann scheitern, ja, aber er hat die Chance zu gewinnen. Wer mutlos ist, ist machtlos. Wir müssen wagen, neue Wege zu gehen. Europa darf und soll und muss sich verändern. Wir müssen den Mut haben, Veränderungen notfalls auch durch die Überarbeitung bestehender Verträge zu erreichen. Wir müssen wagen, über das Prinzip der Einstimmigkeit zu diskutieren. Eine Gemeinschaft mit noch 28 Mitgliedstaaten braucht andere Regeln als bei ihrer Gründung mit 6 Mitgliedstaaten. Und wir müssen wagen, die heutige EU zu reformieren. Zu reformieren, nicht zu reparieren. Denn die EU ist kein Reparaturfall, wie es uns die Populisten glauben machen wollen. Die Europäische Union ist kein statisches Konstrukt, sondern eine lebendige Gemeinschaft, die sich immer weiter fortentwickelt und besser wird. Lassen Sie uns diskutieren, wie wir noch besser werden. Aber lassen Sie uns auch sagen, dass die EU diese Diskussion und diesen Einsatz wert ist und dass unsere Zukunft in ihrem Erfolg liegt. Und damit komme ich zu dem, was Hessen zu einem lebenswerten Europa beitragen kann. Der Stellenwert der Europäischen Union ist im Koalitionsvertrag fest verankert. Wir hatten noch nie so viel Europa in einem Koalitionsvertrag, und ich glaube, im Vergleich zu anderen können wir uns deutlich hervorheben. Ja, wir zeigen mit unserem Koalitionsvertrag und dem Bekenntnis zur Europäischen Union und den entsprechenden Maßnahmen Haltung. Wir geben Orientierung, und wir stärken den Zusammenhalt. Und dafür haben wir unterschiedliche Dinge vorgesehen, im Kleineren und im Größeren. Wir wollen eine Frankfurter Europakonferenz installieren. Wir wollen einen besonderen Preis ausloben, den Hessischen Europapreis. Ja, wir werden eine Serviceeinheit für die EU-Förderung weiter aufbauen. Und vor allen Dingen, was mir am wichtigsten ist, wir werden uns weiter und stark engagieren in der europäischen Bildung. Die europäische Bildung ist wesentlich und wichtig. Und wer hier gut gebildet ist, geht Populisten weniger auf den Leim. Ja, und wir wollen, dass man sich in der Europäischen Union, dass man sich begegnet, dass junge Leute die Chance haben, die Europäische Union weiter kennenzulernen, und haben deshalb in unserem Koalitionsvertrag auch eine Kampagne zu Free Interrail mit drin. Das bedeutet, dass wir Mittel zur Verfügung stellen wollen, dass mehr junge Menschen sich innerhalb der Europäischen Union mit einem entsprechenden Interrail-Ticket bewegen können. Wir wollen zwei Dinge damit. Das eine ist, wir wollen, dass junge Leute lernen, sich begegnen, und wollen das nicht nur als Angebot für Akademiker oder Höhergebildete, sondern wollen das anbieten für breite Bevölkerungsschichten in der Jugend. Und
was wir wissen, Reisen bildet. Und das ist das tatsächliche Ziel, Bildung durch Reisen und deshalb die Investition in entsprechende Free Interrail-Tickets. Sehr geehrte Damen und Herren, und auch unsere Partnerschaften machen Europa erlebbar. Sie tragen dazu bei, Gemeinsamkeiten zu erkennen und Unterschiede zu verstehen. Ja, man muss die Partner auch verstehen. Diese Partnerschaften sind für uns unverzichtbar. Deshalb werden wir die Partnerschaften, die wir als Land Hessen haben, weiter pflegen, und wir werden sie weiter ausbauen. Und wir wollen eine Partnerschaft mit der autonomen Provinz Vojvodina in Serbien schließen. Die ersten Schritte sind getan. Die Vereinbarung wird derzeit erarbeitet. Und wenn alles gelingt, sollte am Ende dieses Jahres die entsprechende Vereinbarung auch unterzeichnet werden. Lebe dein Europa ist nicht nur das aktive Motto unseres Aktionsprogramms. Lebe dein Europa ist nicht nur das aktive Motto unseres Aktionsprogramms zur Europawahl. Es ist das, was wir machen. Wir leben Europa. Und wir engagieren uns für das. Darf ich Sie auf die vereinbarte Redezeit hinweisen, Frau Ministerin? Wir engagieren uns für das, was uns am Herzen liegt, und gestalten mit. Zum Engagement gehört auch mitzuentscheiden, denn sonst übernehmen das andere für uns. Mitentscheiden heißt auch, wählen zu gehen. Aus meiner Sicht ist die Teilnahme an der Europawahl wichtiger denn je. Wir wollen die Wahlbeteiligung in Hessen erhöhen und werden diese anstrengenden nächsten Tagen unvermindert fortsetzen. Wir alle können das Wort Brexit schon fast nicht mehr hören, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn Populisten die Oberhand gewinnen. Die Brexit-Befürworter haben mit Unwahrheiten das Zerrbild einer EU gezeichnet. Sie haben mit knackigen Parolen mobilisiert und knapp gewonnen. Und mit nicht einmal 2% Vorsprung haben sie erreicht, dass sich Großbritannien in einer nie dagewesenen Krise befindet, Großbritannien zerrissen ist und im Stillstand verharrt. Wir wollen nicht, dass Europa den gleichen Weg geht. Deshalb treten wir klar und eindeutig dem europafeindlichen Populismus entgegen, der auf Hass und Ausgrenzung setzt, sei es von rechts oder links, egal in welchem Land. In Österreich ist gerade die Maske der rechtsnationalen FPÖ gefallen, und es ist eine hässliche Fratze zum Vorschein gekommen. Ich hoffe, dass noch mehr Masken fallen werden, auch in Deutschland. Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen. Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen. Engagement lohnt sich, denn die Menschen wollen Europa. Deshalb heißt, lebe dein Europa, mitbestimmen, einmischen, wählen gehen, die EU-feindlichen Populisten mutig in ihre Schranken weisen, Europa gemeinsam noch besser machen, denn Europa ist unsere Zukunft. Ja, herzlichen Dank, Frau Staatsministerin Puttrich. Ich darf im Übrigen begrüßen auf der Besuchertribüne unseren früheren Kollegen, den ehemaligen Europaminister Volker Hoff. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind, lieber Volker Hoff. Die Fraktionen haben verabredet, nein, das hatte ich Ihnen ja, glaube ich, schon gesagt, dass es eine verabredete Rednerreihenfolge gibt, und nach dieser Verabredung spricht jetzt für die Fraktion der SPD deren Fraktionsvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel. Sie haben das Wort, Herr Fraktionsvorsitzender. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Vor wenigen Tagen wurde ich gefragt, was eigentlich mein persönliches Europaereignis ist, was ich mit Europa verbinde. Ich musste darüber persönlich nicht sehr lange nachdenken.
Es war Mitte April 1990, vier Wochen nachdem ich meinen Führerschein gemacht hatte und mit drei Freunden nach Berlin gereist bin. Nach Berlin an dem ersten Ostern nach dem Fall der Berliner Mauer. Wie viele in diesen Tagen sind wir auch an die Mauer gegangen, weil wir bunte Stücke von dieser Mauer abschlagen wollten. Auf der Westseite gab es nichts mehr. Und deswegen haben wir eins der vielen Löcher genutzt in der Mauer, um in den Todesstreifen, den ehemaligen Todesstreifen reinzugehen und von der Innenseite Stücke abzuklopfen. Wenige Minuten nachdem wir begonnen hatten, fingen uns zwei NVA-Soldaten im selben Alter ab und schmissen uns aus dem Grenzgebiet hinaus. Mit dem Hinweis, das sei DDR-Grenzgebiet und wir hätten hier nichts zu suchen. Wir haben zwei Stunden an diesem Loch miteinander diskutiert über das, was in den letzten Monaten alles passiert ist. Nachdem es dunkel wurde, sagten die beiden jungen Leute, jetzt könnten wir reinkommen, die Vorgesetzten würden uns nicht mehr sehen. Wir haben dann ein paar Steine abgekloppt und in einem Trabantkübel sind wir eine gute halbe Stunde mit den beiden NVA-Soldaten durch den ehemaligen Todesstreifen gefahren. Warum erzähle ich das? Ich erzähle es, weil Frieden, Freiheit, Demokratie und Solidarität keine Selbstverständlichkeit sind. Sie müssen aktiv erarbeitet werden. Die historische Chance der deutschen und der europäischen Einigung, die ganz unzweifelhaft durch den beharzten Einsatz der Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR und die friedliche Revolution entstanden ist, auch durch das historische Zugreifen von Helmut Kohl und der konservativ-liberalen Bundesregierung und den Vorarbeiten aus der neuen Ostpolitik der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. All dies beweist, dass Geschichte machbar und gestaltbar ist, wenn wir den Mut dazu haben. Und um nicht mehr und nicht weniger geht es an diesem 26. Mai bei dieser Europawahl, diesen Anspruch auf Gestaltung, Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstverwirklichung zu schützen. In 122 Stunden und 4 Minuten schließen die Wahllokale. Das ist eine Entscheidungswahl. Es ist die wichtigste Europawahl, die es je gab. Davon bin ich persönlich überzeugt. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunft dessen, was wir in Europa in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut haben. Ein Europa, das zusammengewachsen ist, ein Europa ohne Binnengrenzen, ein Europa der Demokratie, der Freiheit und des Wohlstands. Wir alle entscheiden, ob Europa weiterhin dieser Ort bleibt oder ob Europa wieder zurückfällt in die Vergangenheit. Die Rechtspopulisten in Europa wollen das Rad der Geschichte zurückdrehen. Zurück zu einem Europa der Schlagbäume, zurück zu einem Europa des Nationalismus und der Abschottung. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Geisterfahrer dürfen in Europa nicht das Ruder übernehmen. Und wer das genauso sieht, muss am 26. Mai pro-europäische Parteien wählen. Und am besten wählen Sie sozialdemokratisch. Lieber Kollege Boddenberg, ich hatte angekündigt, dass die Rede nicht durchgängig so sein wird, dass das gesamte Haus applaudiert. Und ich bin ziemlich sicher, es wird am Ende auch nicht der größere Teil applaudieren. Ja, ich habe mich bemüht, um dann nach hinten raus noch mal ein paar Akzente zu setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht nämlich nicht nur abstrakt um Europa, es geht um die konkrete Ausgestaltung. Es geht nicht nur um das Ob, sondern auch und gerade um das Wie. Wer beim Ob stehen bleibt, erleichtert den Nationalisten dagegen, Stimmung zu machen. Wir brauchen einen veritablen Streit um die politische Richtung in Europa. Ich gestehe, dass mir persönlich der Wahlkampf politisch zu seicht ist. Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt.
Dieses Zitat meines großen europäischen Vorbilds Jacques Delors will ich über meine Antwort auf die Regierungserklärung von Frau Puttrich stellen. Und die Antwort von Evelyn Regner, der Obfrau der österreichischen Sozialdemokraten, gleicht dazu. Europa wird sozial sein oder es wird nicht sein. Nach aktuellen Umfragen liegen Konservative und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament nur wenige Mandate auseinander, vorausgesetzt, man bezieht in die Berechnung Orbán und Fidesz mit ein. Denn natürlich ist Europa, und deswegen erwähne ich das, denn natürlich ist Europa, so wie es gerade läuft, nicht perfekt. Und ich finde, es ist notwendig, darüber auch an einem solchen Tag zu diskutieren und zu streiten. Gucken wir uns nur die Arbeitsbedingungen an. Da haben wir vielerorts mit handfester Ausbeutung zu tun. Das muss man auch mal so klar beim Namen nennen. Zum Beispiel bei den Paketzustellern. Das ist am Ende eine europäische Frage. Denn wer in Bulgarien zum Beispiel nur 1,87 Euro Mindestlohn bekommt, für den sind 4 Euro in Deutschland immer noch viel. Der Zoll hat das vor kurzem untersucht. Viele arbeiten rund um die Uhr, 20% der Zusteller schlafen in ihren Wagen. Das können Sie regelmäßig auf der A5, auf der A3, auf der A45 und sonst wo beobachten. Und dafür kriegen Sie auch noch Hungerlöhne. Mit diesem Lohndumping muss Schluss sein, denn es geht auch anders. Denn es geht auch anders mit ordentlichen Arbeitsplätzen in Deutschland, Tarifverträgen und anständigen Löhnen, wie es gerade bei der Deutschen Post im Regelbetrieb vorgemacht wird. Und deswegen dürfen wir uns nicht länger mit dieser organisierten Verantwortungslosigkeit bei den Postdienstleistern abfinden. Hermes, DHL, TNT und wie sie alle heißen, dürfen sich nicht länger hinter Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmen verstecken. Denen müssen und denen werden wir das Handwerk legen. Ich bin froh, dass es dazu nach langem Hin und Her eine Entscheidung in Berlin gibt. Das hätte schneller gehen können, wenn es den Konservativen bewusst gewesen wäre, was sie denn eigentlich wollen. Wir erinnern daran, dass die Kollegen Merkel und Altmaier das eine gesagt haben, Frau Kramp-Karrenbauer das Gegenteil. Wir aber stehen für ein soziales Europa, ein Europa mit Mindestlöhnen in jedem Land, ein Mindestlohn, der nicht überall gleich ist, aber von dem die Menschen in jedem Land gut leben können. Denn das schützt doch auch unsere Beschäftigten vor Lohndumping. Die Konservativen sagen uns, Arbeits- und Sozialpolitik hat nichts mit Europa zu tun. Die sagen uns, das sei eine Sache des Nationalstaats. Denen sage ich, die sollen sich einmal mit den Beschäftigten von Deliveroo unterhalten, die bei Wind und Wetter Essen ausliefern. Das Unternehmen ist in ganz Europa unterwegs und tätig. Überall das gleiche Muster. Keine Festangestellten, Anstellungen nur nach Scheinselbstständigkeit, Betriebsräte werden verhindert. Dort bestimmt ein Algorithmus, wie die Fahrer bezahlt werden, je nach Strecke und je nach Uhrzeit immer wieder neu. Kein Beschäftigter weiß am Anfang des Monats, wie viel er dort am Ende verdienen wird. Damit unterlaufen die mancherorts alle Mindestlohnregelungen. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dieses Beispiel steht doch aber nur stellvertretend für die neue digitale Arbeitswelt. Und wenn wir jetzt in Europa nicht die Regeln dieser Arbeitswelt bestimmen, dann haben wir bald Wilden Westen, und das dürfen wir nicht zulassen. Europa muss Schutzmacht der Beschäftigten sein. Ein Geschäftsmodell, das alleinig und allein zulasten der Beschäftigten geht, darf in Europa keine Zukunft haben. Schluss mit der Scheinselbstständigkeit in Europa. Und das zeigt uns doch auch eines. Der Wert der Arbeit wird nicht gegen Europa verteidigt, er wird in und mit Europa verteidigt. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Union hat dieser Tage von zu viel Sozialklimbim gesprochen. Ich erlaube mir den kleinen Hinweis, dass ohne diesen Sozialklimbim, um in seiner Sprache zu bleiben, wir Anfang dieses Jahres deutlich weniger Wirtschaftswachstum gehabt hätten, als wir es hatten. Wer Wirtschaft und Soziales so auseinanderspielt, ist wirtschaftspolitisch bestenfalls im Marktradikalismus des letzten Jahrhunderts hängen geblieben. Zunehmende Ungleichheit verhindert Wohlstand und nachhaltiges Wachstum. Wir brauchen auch in Europa endlich eine Kehrtwende. Wer in Europa Geschäfte machen will,
muss hier auch Steuern zahlen. Und wer keine Steuern zahlt, der darf hier auch keine Geschäfte machen. Da bin ich im Grundsatz sehr mit dem, was Frau Puttrich im Grundsatz gesagt hat, einig. Die Frage, ob ich Ihnen das abnehme, dass das ernst gemeint ist, was Sie hier formulieren, steht dabei allerdings auf einem anderen Blatt Papier, angesichts der Auseinandersetzung nicht nur in der Großen Koalition, sondern deutlich darüber hinaus. Ich bin wirklich froh, und da sind wir uns wieder einig, dass Frankreich und Deutschland Seite an Seite dafür kämpfen, dass endlich digitale Konzerne besteuert werden. Europa kann auch mühsam sein, und dieses Beispiel ist belegtes, beredetes Beispiel dafür, wie mühsam Europa sein kann. Aber es kann eben nicht sein, dass jeder Imbissbudenbetreiber brav seine Steuern zahlt, Internetgiganten wie Google und Facebook aber nicht. Dieser Missstand muss endlich behoben werden. Deshalb sagen wir ganz klar, das muss die Logik sein, und deswegen brauchen wir eine Digitalsteuer und eine Mindestbesteuerung in Europa. Es geht um fairen Wettbewerb und nicht um freien Wettbewerb. Im kommenden 5 Jahre werden existenziell sein, um diese Frage zu klären. Und Europa ist im Übrigen nicht nur darauf eine Antwort, sondern auch auf viele andere Fragen. Seit Wochen demonstrieren Schülerinnen und Schüler in der ganzen Welt für mehr Klimaschutz. Ich finde das richtig gut. Wir haben darüber mehrfach hier diskutiert. Sie legen den Finger in die Wunde. Leider verweigern einige Parteien noch immer diese Diskussion. Die Nationalisten leugnen ganz einfach den Klimawandel und beschimpfen die jungen Leute. Einige Liberale sprechen den jungen Leuten gleich die Kompetenz ab. Das soll man lieber den Profis machen lassen. Und in der Union redet man lieber über Schuleschwänzen statt über Klimaschutz. Mit diesen Stellvertreterdebatten muss endlich Schluss sein. Wir brauchen Taten. Wir brauchen Taten, und das heißt in diesem Jahr auch ein Klimaschutzgesetz, so wie es bereits angestoßen ist und mit der Union verabredet ist. Ich hoffe sehr, dass die Gespräche bis Ende des Jahres auch zu einem Durchbruch kommen. Deutschland ist das einzige Industrieland, das aus Atomenergie und aus der Kohle aussteigt. Ein gewaltiger Transformationsprozess. Aber Klimaschutz macht nicht an den nationalen Grenzen Halt. Das geht nur in und mit Europa. Und Klimaschutz darf im Übrigen auch kein Elitenthema sein. Ich möchte, dass die vielen von der Energiewende profitieren und nicht nur die wenigen. Umweltschutz und Arbeitsplätze müssen daher zusammengedacht werden. Wir als Sozialdemokratie wollen, dass Europa der innovativste und nachhaltigste Wirtschaftsraum der Welt wird. Dafür braucht es eine moderne Strukturpolitik, die Arbeitsplätze schafft. Dafür braucht es eine moderne Batteriestruktur in ganz Europa, damit E-Mobilität eine Zukunft hat. Dafür braucht es einen engagierten Ausbau von Stromtrassen und vieles andere mehr. Und wer dieses Europa will, der braucht keinen konservativen Sparhaushalt, der braucht sozialdemokratische Investitionshaushalte. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Europa ist auch ein Friedensprojekt. Und damit meine ich nicht nur, dass dieses Europa die Gräuel und Schrecken zweier Weltkriege überwunden hat und wir unsere Kinder wieder zusammengestalten, unsere Zukunft wieder zusammengestalten. Auch heute und ganz aktuell, Europa ist ein Friedensprojekt. Vor wenigen Monaten haben Donald Trump und Wladimir Putin den INF-Vertrag zur atomaren Abrüstung aufgekündigt. Das hat direkte Auswirkungen auf die Sicherheit für uns alle in Europa. Damit fallen letzte Hürden, Europa wieder aufzurüsten, auch mit Atomwaffen. Die Zeiten, in denen wir uns in der Außen- und Sicherheitspolitik auf andere verlassen können, sind vorbei. Da kann man jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und anfangen zu jammern. Oder wir krempeln die Ärmel hoch und finden eine europäische Antwort. Eine Antwort, die mehr Frieden schafft, mehr Abrüstung, mehr Gerechtigkeit in der Welt. Das ist das genaue Gegenteil von Debatten um neue Flugzeugträger in Europa. Wir unterschätzen manchmal, wie viel Europa in der Welt erreichen kann, wenn wir alle zusammenhalten, Stärke besinnen. Dann kann von Europa aus vieles gelingen. Wir haben vor wenigen Wochen klargemacht, solange im Jemen Tag für Tag Menschen sterben und Kinder hungern müssen, solange Saudi-Arabien dort Kriegspartei ist, solange darf es keine weiteren Waffenlieferungen aus Deutschland dorthin geben.
Deutschland ist das einzige Land der Welt, das aufgrund des schrecklichen Kriegs im Jemen und dem brutalen Mord an dem Journalisten Khashoggi keine Waffen dorthin liefert. Und das ist auch richtig so. Wir wollen ein Europa, das sich für Frieden stark macht, für Abrüstung, für mehr Gerechtigkeit in der Welt, für eine Welt, in der die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren zählt. Deswegen ist Europa nicht nur ein Friedensprojekt von gestern, sondern ein Friedensprojekt für die Zukunft. Ich bin ausdrücklich mit der Ministerin einig, was sie zum Thema Balkan gesagt hat, einschließlich der Beitrittsperspektiven des Balkans in die Europäische Union. Auch darum geht es im Übrigen am 26. Mai bei dieser Europawahl. Lassen Sie mich am Ende allerdings auch zu den politischen Rahmenbedingungen geben und ganz sicherlich zu dem Teil, der nicht alle in diesem Haus erfreuen wird. Es gibt tatsächlich wirkliche Europäer, die sich am Sonntag zur Wahl stellen, z. B. Franz Timmermans. So einen überzeugten Europäer sucht man unter den Konservativen derzeit vergebens. Aus deren Mitte kamen einst große Namen, die Europa mit aufgebaut und stark gemacht haben. Heute sehe ich da kein Herzblut mehr. Im Gegenteil, fahl, bleich lavieren die rum, um den rechten Rand ja nicht zu verkraulen. In Ungarn ist es Seehofers und Webers Kumpel Viktor Orbán, der jetzt vor der Europawahl den Rechtspopulisten schmeichelt. Er sagt, wir brauchen neue Wege der Zusammenarbeit mit den europäischen Rechten. Ich frage mich, wie weit will denn der Orbán noch auf die zugehen? Der hat die doch schon längst rechts überholt. Frau Merkel hat sich kritisch dazu geäußert, aber Orbán zündelt weiter. Wie lange soll das eigentlich noch weitergehen, liebe Freundinnen und Freunde der Union? Schaffen Sie endlich Klarheit, bekennen Sie Farbe und schmeißt Orbán endlich aus der EVP raus, ein für alle Mal. Ich sage das in aller Offenheit, das hätte es bei früheren Konservativen nicht gegeben. Wer Orbán hofiert, hat die falschen Freunde. Aber nicht nur in Ungarn machen die Konservativen gemeinsame Sache mit Rechtsradikalen. In Österreich dienen sich die Konservativen sogar noch als Steigbügelhalter in einer gemeinsamen Koalition mit den Rechtsradikalen und den Nationalisten der FPÖ an. Nationalisten, die jeden Tag in Österreich auch. Ich habe dazu eine sehr klare und abgeschlossene Meinung. Ich halte das für völlig inakzeptabel. Das haben wir übrigens an vielen Stellen gesagt. Nationalisten, die jeden Tag gegen die Pressefreiheit hetzen, die gegen Minderheiten hetzen. Es hat lange gedauert, bis die Konservativen die Reißleine gezogen haben. Das verstörende Video von Strache und Co. muss dem Letzten die Augen geöffnet haben. Mit Nationalisten paktiert man nicht, und zwar zu keinem Zeitpunkt. Lassen Sie uns allerdings auch nicht vergessen, weil das eben in einer kleinen Nebenbemerkung der Ministerin eingeführt wurde, auch für das Chaos in Großbritannien ist eine konservative Partei zuständig, die das angerührt hat und anschließend keinen Weg mehr gefunden hat, aus dem Schlamassel, das sie selber mit angerührt hat, rauszukommen. Meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, Europa ist für viele Millionen Menschen in der Welt ein Sehnsuchtsort. Sie kommen zu uns, weil es hier Frieden, Freiheit und Sicherheit gibt. Und wir wollen, dass auch für die Europäerinnen und Europäer selbst Europa wieder ein Sehnsuchtsort wird. Und ein Slogan, mit dem wir in diesen Wahlkampf gezogen sind, lautet, Europa ist die Antwort. Und viele fragen, was ist aber eigentlich die Frage? Die Frage ist, wie wir unseren Wohlstand sichern und ausbauen. Die Frage ist, wie wir den Wert der Arbeit schützen. Die Frage ist, wie wir den Frieden bei uns erhalten und woanders schaffen. Das sind die Fragen. Und auf diese Frage kann es und wird es nur eine Antwort geben, Europa. Europa ist die Antwort. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.